Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Sue testet Produkte. Ich bin Sue. Heute habe ich wieder zur Unterstützung mein Töchterchen, die Mimi, dabei und wir zeigen euch heute wieder einen kleinen Einwegdampfer. Och ja, der kleine Mann ist auch wieder bei uns. Das möchte ich natürlich nicht. Ne, wenn wir die Mimi erwähnen, müssen wir dich auch erwähnen, ne, Spatzemann. Der liegt wieder ganz relaxed zwischen uns und guckt sich an, was wir hier so treiben. So, wie gesagt, heute haben wir wieder einen kleinen Einwegdampfer, mein Schatz. Ja. Der ist von der Marke Free Cuba. Free Cuba, genau. In der Geschmacksrichtung Apple Pie und soll 500 Puffs haben, das Gerät. Und das Ganze dann mit 2 Milligramm Nikotin. Dreh ihn mal ein bisschen rechts, links. Die Verpackung ist jetzt mal was anders, sonst kommt immer der kleine Pappkarton. Jetzt haben wir mal ein Plastikröhrchen und ja, du brauchst ihn gar nicht hinstellen. Du darfst ihn direkt mal aufmachen. Jetzt kommt wieder der Trick mit unseren Fingernägeln. Ich finde das schon ganz cool, wenn die Maus immer mit dabei ist, weil dann brauche ich nicht so viel machen. Ich quatsche euch lieber tot und auspacken darf die Maus dann. So, Pippi. Kriegen wir es hin? Mit Nägeln ist das ganz schön schwer. Sieht aber gut aus. Kriegen wir hin. Bleib hier, Spatz. Hm, willst du gehen? Hast du keinen Bock mehr auf uns? Sag mal, nee, das knistert. Ja, ne? Er ist sehr geräuschempfindlich. Alles, was knistert und knackt, ist nicht seins. Tu's weg, ärgere ihn da jetzt nicht. Ah, guck mal, jetzt wird er aber neugierig. Jetzt möchte mal gucken, das ist aber gar nichts für dich, Maus. So, ja, dann mach mal auf das gute Stück. Da haben wir dann das Einweggerät drin. So, und dann zeigen wir das mal in die Kamera. Hier haben wir das gute Stück. Eben schauen, heute jetzt mal so eine ganz andere Form, schön in rund. Das Mundstück, da bin ich jetzt wahnsinnig interessiert dran, wie man das wohl, ja, wie sich das einfach verhält. Es hat so ein bisschen was von einer Rakete, würde ich sagen. Ich hätte jetzt noch gesagt, so eine für eine Pistole, so eine Kugel. Eine Patrone. Eine Patrone, ja, genau. Ja, eine Patrone. Auch die Form könnte es durchaus sein. Ne? Es ist mal so was ganz anderes, kein vorgeformtes Mundstück oder ähnliches. Design recht stylisch. Wir haben oben wieder den Silikonnuppel drin. Na. Meinst du, kriegst du das besser raus? Natürlich. Hat die Mama auch geschafft. Der Silikonnuppel ist raus. Hier unten haben wir noch was draufgeklebt auf dem Luftlöchlein. Das machen wir natürlich auch ab. So, zack. Dann ist die Patrone oder die Rakete auch schon einsatzbereit. Du darfst wie immer mal als erstes testen. Das hat sich angehört, als wäre es irgendwas zum Klicken. Zum Klicken? Was meinst du mit Klicken? Oh, das finde ich aber cool. Das leuchtet rumherum. Finde ich jetzt erstmal so vom Ausdruck. Nee, vom Geschmack mal noch nichts sagen. Jetzt erstmal einfach so. So vom Halten her finde ich den ganz cool, weil du hast den anständiger in der Hand. So total schön. Mhm. Stylisch. Mhm. Ich finde den Kopf total gut. Tatsache, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil die anderen Einwegdampfer, die wir ja bisher mal hatten, hatten so ein leicht vorgeformtes Mundstück. Auch da gibt es unterschiedliche, ob rund, platt, entenförmig oder wie auch immer. Doch, finde ich besser. Aber hier war ich so total fasziniert, weil eben alles so in einem ganz rund ist. Ne? Ich teste jetzt auch mal. Ach, da wird komplett rot unten. Habt ihr das Leuchten gesehen, die Michelle... Die versteckt das immer so ein bisschen in der Hand. Ich versuche euch das jetzt, vielleicht zoomt der Kameramann einmal dran, damit man das sieht. Ich zeige das ein bisschen seitlich. Das leuchtet hier unten komplett rot auf. Also nicht wie bei den anderen Einwegdampfern, dass ihr da nur eine kleine LED habt, sondern hier leuchtet der ganze Fuß von dem Einwegdampfer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vom Zugverhalten her finde ich das jetzt auch gerade mega klasse. Ich finde den auch vom Mundstück finde ich den super. Hätte ich auch gedacht, dass das eher störend ist, aber es ist echt angenehm. Und vom Geschmacklichen her finde ich den auch geil. Vom Geschmacklichen her muss ich dir auch recht geben. Also wir haben Geschmacksrichtung Apple Pie, hatten wir ja schon erwähnt.
Schmeckt auch wirklich richtig frisch nach Apfel. Ja. Angenehmes Zugvolumen, weil man schon recht kräftig dran ziehen muss, um diesen Zugmechanismus in Gang zu setzen. Also, finde ich cool. Doch. Hat was. Ist mal so ein bisschen was anderes, wie die anderen Einwegdampfer, die wir ja bisher schon getestet haben. Kann echt was. Ja. Wir sind schon fast sprachlos, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist so vom ersten Testempfinden her mit einer der besten, die wir bisher getestet haben, würde ich einfach sagen. Ich würde euch das gerne noch einmal so etwas näher ins Detail zeigen. Ich denke mal, die Kamera kann dann noch mal ranzoomen und das Ganze gut aufnehmen. Da haben wir also wirklich eine komplett runde Form. Ja, unten der Boden, oben das runde Mundstück. Also der Vergleich mit der Patrone war schon wirklich echt super. Sehr kräftig, also sehr, sehr intensiv vom Geschmack und auch das Zugverhalten. Also es ist, man muss sich ein bisschen anstrengen beim Ziehen, wie bei einer Zigarette, sage ich jetzt mal auch. Ne? Also es ist nicht so viel Luft, die damit durchgeht, sondern man muss schon richtig dran ziehen, um da auch ordentlich Dampf rauszukriegen. Also ich bin wirklich total begeistert im ersten Moment, muss ich jetzt sagen. Geschmacksrichtung nur nochmal, um auf die Eckdaten zurückzukommen. Geschmacksrichtung Apple Pie. 2% Nikotin ist dem Ganzen versetzt worden. Wir sollen bis zu 500 Puffs mit dem Gerät schaffen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir da an diese 500 Puffs drankommen. Ich denke, das ist auch was wir gerne weiter testen, weil es echt geschmacklich auch super ist. Das ist so im Großen und Ganzen handliche Form. Ne? Ja. Doch sehr angenehmes Mundstück, was wir vorher gar nicht gedacht hätten, weil es ja so eine komische runde Form nach oben, gar nichts Vorgeformtes. Man ist halt so verwöhnt von den anderen oder man kennt es halt von den anderen einfach so, dass es schon so leicht entenschnabelmäßig vorgeformt ist. Richtig. Mal was dicker, mal was dünner, um sich den Mund anzuschmiegen. Aber diese runde Form, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich cool. Finde ich auch richtig gut. Ne? Also das ist wirklich wieder mal ein Klassiker, wo wir sagen würden, der bekommt im ersten Eindruck Preis-Leistung und alles von uns. Einen Daumen nach oben. Einen Daumen hoch. Ja, wir werden das Ganze natürlich weiter testen und werden euch im Nachgang in den Kommentaren drunter schreiben, wie viel Puffs wir mit dem Gerät erzielt haben. Wie schon das ein oder andere Mal erwähnt, teste ich natürlich nicht nur einen Dampfer oder wir testen nicht nur einen Dampfer, sondern mehrere gleichzeitig. Das heißt natürlich, dass ich das immer mal ein bisschen Zeit verzögern kann, bis wir das drunter schreiben, weil wir notieren uns das, wie viel Puffs wir mit welchem Gerät gemacht haben, aber variieren halt hier und da, je nachdem, auf was für eine Geschmacksrichtung wir auch gerade Lust haben. Ne? Dementsprechend bitte nicht böse sein, wenn zwei Tage später nicht schon drunter steht, wie viel Puffs das Ganze gemacht hat. Das liegt einfach an der Vielfalt, die wir testen. Ja? Wir schreiben es drunter, sobald wir das sobald das Gerät leer ist und wir euch das mitteilen können. Da würde ich euch ganz gerne nochmal den Wink geben, dass die Entsorgung des Gerätes natürlich fachgerecht erfolgen muss. Ja, also bitte nicht einfach in den Hausmüll schmeißen, sondern da ist Technik drin, quasi wie in einer Batterie oder in einem Akku oder ähnliches. Dieses bitte einfach in irgendeinem Geschäft, Lebensmittel, Baumarkt oder ähnliches, in diese Batterieboxen reinschmeißen. Dann wäre das Ganze fachgerecht entsorgt. Das Personal da kennt sich mit so Sachen einfach aus, um das auch ordnungsgemäß zu entsorgen. Ja, dann würde ich sagen, wir hoffen natürlich, dass euch das Video wieder gefallen hat. Ihr uns einen Daumen hoch oder ein Abo dalasst. Gerne auch einen Kommentar. Wir antworten euch dann und sage, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.